Wir präsentieren das Glücksrad. Heute mit den Buchstaben T wie Tablet ist ja im Moment so das Wundermittel. Man hat das Gefühl, wenn man dieses Zaubergerät jetzt in den Unterricht einbringen könnte, dann wäre Unterricht auf schlagartig spannender, kreativer, kollaborativer. Die Schüler würden sich viel mehr beteiligen. Es wäre also sozusagen mit einem Schlag viele Probleme gelöst. Das Medienproblem mit einem Schlag auch weg. Die Frage, ist das so? Da gibt es eine Diskussion dazu, die recht interessant ist. Ich persönlich würde sagen, jein. Es gibt Argumente für beide Seiten. Erstmal ist ein Tablet ein extremer Fortschritt jetzt tatsächlich, wenn man es hat. Das heißt, Tablet ist deswegen viel besser für den Unterricht als Laptops zum Beispiel, weil es schlicht einfach keine hochgeklappten Bildschirme gibt. Das heißt, es ist wirklich ein Arbeitsmittel, das liegt da, man tut was damit, man manipuliert multimediale Objekte mit den Fingern, was ein ganz grundsätzliches, unmittelbares Gefühl von Ermächtigung gibt. Das heißt, die Schüler haben das Gefühl, dass sie aktiv eine Rolle spielen. Sie sind nicht sozusagen an ein Cockpit angeschlossen und müssen sich mit dem Internet verbinden, sondern sie tun Dinge. Das ist ein Werkzeug im engen Sinn, also der Werkzeugcharakter. Der zweite Nachteil allerdings, den es dann hat, ist, dass es keine Tastatur hat. Also das heißt, manchmal muss man mit den Dingen intensiver arbeiten. Man muss mehrere Programme nebeneinander öffnen, man muss mehr tun als Dinge nur kombinieren, ein wenig verändern. Man muss schreiben. Und dann ist natürlich ein Tablet alleine tendenziell zu wenig. Das heißt, Tablets funktionieren dann gut, wenn es diese anderen Geräte auch noch gibt, aber dann wird es natürlich schon ein bisschen anspruchsvoll. Dann brauchst du ja noch einen Laptop im Hintergrund oder einen Desktop-PC an der Schule, mit dem man das dann verarbeitet. Das wird schwierig. Möglicherweise ist der wichtigere Ansatz, ist, als überall Tablets sofort zu kaufen, ist vielleicht die Schülern zu ermöglichen, ihre eigenen Geräte in die Schule mitzunehmen und den Leuten, die das halt nicht können, aus finanziellen Gründen dann halt Geräte zur Verfügung zu stellen. Also das Bring Your Own Device, bring dein eigenes Gerät mit. Das würde dann sowas wie Laptops, die sich sowieso mit Tablets irgendwie annähern werden, das wird sich irgendwie in den nächsten Jahren einander sowieso sehr stark ähneln, würde das betreffen. Und das würde andererseits natürlich Smartphones betreffen, die viele der Funktionen, die ich jetzt gerade von Tablets beschrieben habe, ja auch und vor allem haben. Also möglicherweise ist das die zentrale Frage, die man lösen müsste und nicht sagen, möglichst viele iPads kaufen und dann läuft's schon.